Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum Kapitalmarktdialog begrüßen. Der August bringt uns einiges Neue. Sie sehen Renaissance des Euro, Implikationen für Anleger. Das soll der Schwerpunkt der heutigen Online-Konferenz sein. Und im Rahmen der Rahmenbedingungen und auch des sehr schönen Wetters und vielleicht auch des vorletzten sommerlichen Abends möchte ich es so fokussiert halten, wie es das Thema ermöglicht. Wir steigen auch direkt in das Thema ein und betrachten uns die Entwicklung verschiedener Vermögensklassen im Kalenderjahr 2017. Sie sehen es hier oben in grün dargestellt. Aktien aus aufstrebenden Schwellenländern, also eben den Emerging Markets mit einer sehr, sehr starken Entwicklung. Wir sehen auf Platz 2 mittlerweile hier in Orange dargestellt Gold. Auch das dargestellt in der Abrechnungswährung Euro und globale Aktien auch wiederum ohne Währungseffekte gerechnet mit rund 13%. Also durchaus zweistellige Renditen in einigen Vermögensklassen erzielbar, ja wenn die Währungseffekte nicht wären und die schauen wir uns gleich nochmal en Detail an. De facto in den defensiveren Vermögensklassen wie den Staatsanleihen, aber auch in den Anleihen von Unternehmen guter Bonität in der Eurozone. Da haben wir längere Zeit keine großen Bewegungen gesehen. Es ging ein bisschen hoch, es ging ein bisschen runter. Jetzt aktuell die Flucht in Sicherheit aufgrund der geopolitischen Spannung mit Nordkorea. Aber alles in allem muss man sagen, die sogenannten Risk Assets, die Wachstumswerte, also eben vornehmlich die Aktien, haben hier dieses Jahr eine starke Performance auch generiert. Totgesagte leben länger, Renaissance der Gemeinschaftswährung. Ich glaube, das ist ein Thema, was viele gar nicht so direkt sehen, weil man die Währungsentwicklung nicht so genau verfolgt. Das sind eher tendenziell Schlagzeilen. Aber diese haben natürlich sehr starke Auswirkungen auf ein Portfolio, weil viele Vermögensklassen eben im Dollar abgerechnet werden. Der globale Aktienmarkt hat rund 60 bis 65% seiner Werte, die auf US-Dollar notieren. Wir sehen das bei Rohstoffen, die im Dollar abgerechnet werden, aber auch Gold wie auch Silber, die werden im Dollar abgerechnet und dementsprechend haben wir hier natürlich durchaus Effekte durch diese starke Aufwertung des Euros in der jüngeren Vergangenheit. Was sich leider nicht geändert hat aus der Perspektive eines Anlegers, das sind die Zinsen und auch das möchte ich Ihnen nochmal in Erinnerung rufen. Wir haben bereits seit sehr langer Zeit ein extrem niedriges Zinsniveau. Sie sehen, wir bewegen uns hier auf der Nulllinie. Wir haben weiterhin negative Sparzinsen oder Einlagezinsen, die die Geschäftsbanken bei der Europäischen Zentralbank zahlen müssen für die Liquidität, die sie dort parken. Also der Anlagenotstand noch, die Herausforderungen für die Banken und Finanzinstitute, die haben sich aktuell nicht verändert, auch wenn der Euro vornehmlich vielleicht an Attraktivität gewonnen haben könnte, wenn man eben den gestiegenen Außenwert so interpretieren möchte. An dieser Stelle kurz zur Erinnerung, das große Thema natürlich, wenn die Zinsen zu niedrig sind, kommt es zu Fehlallokationen von Kapital, es kommt zu finanziellen Fehlentscheidungen und dementsprechend, wir haben immer noch die Situation, dass wir eine hohe Nachfrage von nicht wirtschaftlich und nachhaltig denkenden Marktteilnehmern haben. Das sind eben die Notenbanken, das ist die Europäische Zentralbank, die hier natürlich mit ihrem Anleiheaufkaufprogramm aktiv ist. Das sind auch andere Notenbanken, die hier als Marktteilnehmer am Markt agieren. Und dementsprechend haben wir eine massive Verknappung von risikolosen Investitionsmöglichkeiten gesehen und sehen die auch aktuell noch. In der Folge werden die Investoren die Rendite-Risikoleiter weiter nach oben getrieben. Sie werden Anlageentscheidungen treffen, die nicht ihrer Risikoneigung entsprechen. Das gilt natürlich nicht nur für Sie als Anleger, das gilt auch für Vermögensverwalter, das gilt auch für Fondsmanager. Und nur weil Ihr Investmentfonds heute noch den gleichen Namen trägt wie vor 7 oder 10 Jahren, heißt das nicht, dass das Risiko in diesem Fonds noch identisch ist. Also hier muss man genauer hinschauen. Keiner von uns weiß natürlich, wann dieser Anlagenotstand endet, aber es ist doch sehr bedenklich, dass wir eine sehr offensichtliche Gleichschaltung vieler Investoren sehen. Das gilt für börsennotierte Investments wie Aktien und Anleihen. Das gilt aber natürlich auch für illiquide Investments wie Infrastruktur, Private Equity, Unternehmensübernahmen oder auch natürlich Immobilien und Infrastruktur. Und am Ende des Tages müssen wir uns doch klar machen, dass das Risiko von Extremen und auch bis her historisch nicht beobachteten Rückschlägen, das nimmt natürlich zu, weil überall in den Vermögensklassen dieser sehr, sehr niedrige Zins drin steckt, diese Annahme, dass die Realzinsen auf sehr, sehr lange Zeit niedrig oder vielleicht negativ bleiben werden. Und das erhöht das Risiko.
respektive die Herausforderung, eine echte Risikostreuung hier zu generieren, weil eben in allen Vermögensklassen gemeinsam dieser Zins hier drinsteckt. Und ich glaube, da überschätzt der ein oder andere aktuell die Risikostreuung in seinem Gesamtvermögen. Das sieht zwar toll aus, wenn Sie auf der einen Seite Anleihen haben, auf der anderen Seite Aktien, dann noch ein bisschen Immobilien. Und dann vielleicht noch Edelmetalle, aber am Ende des Tages eine Zinsüberraschung würde dazu führen, dass alle Vermögensklassen wahrscheinlich erstmal leiden werden. Und das etwas, was wir natürlich nicht in historischen Rückrechnungen abgebildet bekommen. Hier muss man mit gesundem Menschenverstand eben nach vorne denken und auch verstehen, wo die Rendite, respektive auch Risikotreiber im Portfolio stecken. Also, wir müssen heute etwas tun, nicht damit es besser wird, sondern um es nicht schlechter werden zu lassen im Vergleich zur Vergangenheit. Und ein Thema natürlich heute das Thema Aufwertung des Euros und die entsprechenden Implikationen. Warum wir glauben, dass die Zinsen in Europa, in der Eurozone vornehmlich natürlich nicht steigen werden, das ist das Thema Inflation. Wir sehen hier in Rot dargestellt das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Das liegt bei rund 2%. Sie sehen die Inflationsrate bei 1,3%. Wir sehen die Kerninflationsrate bei 1,2%. Also da ist ordentlich Luft bis zur 2%-Marke. Und vor allem, wenn wir nochmal weiterschauen auf die Inflationserwartungen, die sich aus langfristigen Erwartungen der Kapitalmärkte ableiten, also die Inflation für 5 Jahre in 5 Jahren, dann sehen Sie hier oben wiederum in der roten Linie, wie den Meeresspiegel dargestellt, da sehen Sie eben das Ziel von 2%. Sie sehen, wo wir hier stehen, Inflationserwartung Deutschland 1,7%, Inflationserwartung gesamte Eurozone 1,6%. Also wir haben uns auf einem vernünftigen Niveau stabilisiert, aber wir sind doch weit davon entfernt, das Ziel der Europäischen Zentralbank zu erreichen. Also die langfristigen Inflationserwartungen weiterhin deutlich unter dem Notenbankziel. Und wenn Sie eben die Brille der Zentralbank tragen, dann verstehen Sie auch, warum man vielleicht darüber sprechen könnte, das Anleiheaufkaufprogramm auslaufen zu lassen, gegebenenfalls zu modifizieren in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Daten in den nächsten Monaten. Aber das Thema Leitzinserhöhung, das sollte zumindest von Seiten eines Inflationsdrucks auf wirklich absehbare Zeit hier kein Thema sein. Also, die Zinsen bleiben unten, der Anlagenotstand bleibt uns erhalten. Obwohl es keine Zinsen gibt hier im Euroraum, sehen wir doch, dass der Euro handelsgewichtet ordentlich aufgewertet hat. Sie sehen hier in Orange dargestellt, dass der Durchschnitt seit dem Jahr 2000. Sie sehen in Blau eben den handelsgewichteten Euro-Index. Wir haben diese massive Abwertung gesehen, die auch dazu geführt hat, dass wir sehr mutige Euro-Dollar-Prognosen bekommen haben. Weit unterhalb der Parität 0,85, 0,90 wurde da teilweise kommuniziert. Damals steckte die Erwartung drin, dass die USA die Zinsen relativ deutlich erhöhen werden, dass die USA deutlich besser dastehen, dass wir in der Eurozone das Superwahljahr 2017 haben mit den Unsicherheitsfaktoren Wahlen in Frankreich, Wahlen in Holland, Wahlen in Deutschland, alles auch beeinflusste durch die Flüchtlingskrise. Und nun sieht man, dass diese Wahlen entweder rum sind, wie in Frankreich und in Holland, respektive hier keine Wahlergebnisse zu erwarten sind, die in Deutschland für große Spannungen an den Kapitalmärkten sorgen, weil ob es am Ende des Tages CDU und SPD wieder in der großen Koalition gibt, ob es vielleicht eine Ampelkoalition gibt. Also alles in allem muss man sagen, diese Schocks, die sind raus und dementsprechend sieht man, dass hier Geld in den Euro zurückgeflossen ist. Dazu die Querelen natürlich rund um die Präsidentschaft Trump in den USA, wo sich doch viele Hoffnungen auf das Thema Steuersenkung für die Unternehmen noch nicht hier bewahrheitet haben. Also alles in allem sehen wir da eine entsprechende Gegenbewegung und Sie sehen doch, wie stark diese Währungsentwicklungen über längere Zyklen wirken. Momentan, Sie sehen es ganz klar hier, eine massive Aufwertung des Euros. Das belastet unsere Exporteure. Das sorgt aber andersrum auch wieder dafür, dass das, was wir importieren, für uns günstiger wird. Also das Thema importierte Inflation über steigende Rohstoffpreise und fallende Kaufkraft der eigenen Währung, das haben wir aktuell nicht und dementsprechend ein Inflationsdruck, der über die Importe kommt, der scheint momentan sicherlich nicht gegeben zu sein aufgrund der Währungsstärke. Dementsprechend ist das positiv für die Inflationsraten, die bleiben eben unten, heißt aber auch gleichzeitig, dass die Europäische Zentralbank ihr Ziel nicht erreicht und die Zinsen unten lässt. Und da beißt sich dann im Endeffekt ja der Hund in den Schwanz, wenn man das so schön formulieren möchte. Ansonsten, das ist natürlich ein Thema, wie eben angesprochen, für die Exporteure.
Man wird eben weniger wettbewerbsfähig und in einer Welt, wo wir doch immer mal wieder über das Thema Währungskrieg diskutieren, also wo Staaten zumindest der Interpretationsweise versuchen, die eigene Währung zu schwächen, um den eigenen Export zu stützen, kann das natürlich ein Thema werden. Und man hat das jetzt gesehen bei den Verlautbarungen der Notenbanker in Jackson Hole. Naja, man hat viel drumherum geredet, aber am Ende des Tages nicht viel gesagt und der Markt interpretiert das dann auf seine Art und Weise. Dass etwas falsch läuft bei den zinsorientierten Anlagen, das zeigt Ihnen diese Grafik hier sehr deutlich. Sie sehen hier in diesem Türkisblau dargestellt, das sind die Renditen, die Peano-Renditen von Hochzinsanleihen, also das, was man bekommen hat im Einkauf zu den verschiedenen Zeitpunkten. Sie sehen es im Rahmen der Finanzkrise, exorbitante Renditen. Wir hatten Liquiditätsengpässe. Dementsprechend haben wir sehr, sehr hohe Renditen, massive Risikoaufschläge gesehen. Das hat sich dann relativiert. Und in dunkelblau habe ich Ihnen mal die 10-jährige US-Staatsanleihe abgetragen, die ja doch als Hort der Stabilität gilt, wohin typischerweise Anleger flüchten, wenn es zu Querelen kommt, wenn die Unsicherheit über wirtschaftliche oder auch geopolitische Zukunftserwartungen sich hier steigern. Und da sehen Sie, da gab es logischerweise immer eine gewisse Differenz, weil klar, wir sind in verschiedenen Währungen. Das eine ist der Euro, das andere ist der Dollar. Wir reden über verschiedene Bonitäten. Das eine ist Top-Bonität, eben bei der Staatsanleihe, das andere ist eine eher schwächere Bonität auf Unternehmensanleihenseite. Auch die Restlaufzeiten sind nicht ganz vergleichbar, aber am Ende des Tages sehen Sie doch, dass wir typischerweise immer eine gewisse Differenz hatten, auch in normalen Zeiten, eben in den Renditen. Und aktuell, Sie sehen es hier am rechten Rand und auch noch mal dargestellt, aktuell bekommen Sie für die 10-jährige Staatsanleihe 2,16% und für die Hochzinsanleihen im Euro 2,46%. Also hat sich brutal angenähert und ob diese 0,3% Differenz das reflektieren, was sich hier ökonomisch dahinter verbirgt, das darf man zu Recht bezweifeln und dementsprechend, das zeigt, wie massiv dieser Anlagenotstand vor allem sich im Euro darstellt. Das zeigt aber auch die Skepsis der Marktteilnehmer, was das Thema Zinserhöhung in den USA betrifft. Auch das Thema Rezessionsangst wird doch immer mal wieder nach vorne getragen, wobei absolut die Indikatoren hier momentan keine Rezession anzeigen. Aber das zeigt Ihnen sehr, sehr deutlich, wie massiv dieser Anlagenotstand ist, wie deutlich die globalen Kapitalströme hier natürlich auch die Bewertung von Vermögenspreisen verzerren, eben auch durch die Intervention der Notenbanken, die ja, auch das muss man sagen, im Rahmen der Finanzen und der Staatsschuldenkrise hier doch zu einer deutlichen Stabilisierung des Systems beigetragen haben. Aber Sie sehen schon, es führt natürlich doch zu Verwerfungen. Also im Zwischenfazit können wir sagen, aus der Euro-Perspektive, die Leitzinsen bleiben auf absehbare Zeit sehr niedrig. Es macht keinen Sinn, hier auf steigende Leitzinsen zu hoffen und zu warten, dass Sie auf Sparkonten oder Einlagenkonten wieder attraktive Zinsen bekommen. Das wird weder nominal der Fall sein, also vor Inflation, und real nach Abzug der Inflationsrate mit Sicherheit auch nicht. Also der Anlagenotstand in unserer Heimatwährung, der bleibt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Sie haben das Bild der Hochzinsanleihen eben gesehen. Und diese Suche nach zinsnahen Alternativen, die erhöht das Risiko finanzieller Fehlentscheidungen. Die Banken, die werden weiter an der Gebührenschraube drehen müssen. Zum einen ist der regulatorische Aufwand wird immer größer, was die Banken hier tun müssen. Reporting-Aufwand, Compliance, MiFID II, also regulatorische Themen werden immer stärker. Man muss in IT investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben gegenüber den jungen und gut finanzierten Wettbewerbern, eben den sogenannten Fintechs, die von der Vermögensverwaltung bis hin zur Zahlungsverkehrsabwicklung hier relativ offensiv sind. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich eine Kostenstruktur, die sie nicht von jetzt auf gleich eben ändern können. Also die Gebührenschraube, die wird man weiter drehen müssen, weil es gibt eben auch keine Zinsmarge mehr. Die Versicherungen und Versorgungswerke werden weiter leiden, also das Thema wird sich weiter vorziehen. Das heißt konkret für Sie, jedes Produkt zur Altersvorsorge, ob Sie das vor einem Monat abgeschlossen haben oder vor 15 Jahren, muss auf den Prüfstand. Viele Produkte, die darauf basiert haben, dass ein realer Vermögensaufbau erzielt werden kann, die funktionieren aufgrund der Struktur der Kapitalanlagen heute nicht mehr. Also das muss auf den Prüfstand, dementsprechend auch die gesamte Ruhestandsplanung, die muss hier mal analysiert werden. Da ist das Zinsthema wirklich ein massiver Gamechanger und dementsprechend muss man sich hier auf Blick der nächsten Jahre doch deutlich anders aufstellen und gegebenenfalls hier auch eingreifen.
Was den Blick auf die Zinsen und die Notenbank betrifft, klar, wir müssen immer auf die Kerninflationsrate schauen. Die lässt eben die schwankungsreichen Segmente wie Energie und Ähnliches außen vor. Und da sehen wir mit rund 1,2% doch deutlich unter den 2% der Zielgröße. Und die Notenbank schaut auch auf die langfristigen Inflationserwartungen, was auch ein Grund ist, warum ich Ihnen die jeden Monat hier wieder mitbringe. Und da sehen Sie schon, wir sind deutlich unter dem Notenbankziel. Also aus der Perspektive der Notenbank kein Grund hier an der Geldpolitik, die ja doch sehr, sehr niedrige Zinsen favorisiert, etwas zu ändern. Für uns Anleger, wir müssen uns klar machen, am Ende ist der Zins egal. Wichtig ist der Realzins, also der Zins unter Einbeziehung der Inflationsrate. Und was nützt es Ihnen, wenn wir heute einen Zins haben, der 1% höher steht, wenn gleichzeitig die Inflationsrate auch 1% höher steht? Dann ist der Realzins immer noch unverändert. Also diese Phase, die wir jetzt über, naja, anderthalb, 2 Jahrzehnte hatten mit immer noch attraktiven Zinsen und fallenden Inflationsraten, die ist einfach hin. Wir müssen uns nach vorne hin anders aufstellen und das finanzielle Gedächtnis muss hier ganz klar neu formatiert werden, weil mit den Rahmenbedingungen der Vergangenheit können Sie für die Zukunft relativ schlecht Anlageentscheidungen treffen. Der starke Euro, der hat natürlich Implikationen für Anleger und auch das möchte ich Ihnen hier mal ganz greifbar darstellen. Sie sehen hier oben in dunkelblau dargestellt die Entwicklung des globalen Aktienmarktes, also ohne Einbeziehung des Wechselkurseffektes zwischen Euro-Dollar. Und in dieser türkisblauen Linie sehen Sie eben das Ganze unter der Einbeziehung der Wechselkurseffekte. Und vereinfacht gesprochen ist es eine simple Mathematik. Der Index hat ein Plus von rund 11% generiert. Das sind die Schlusskurse per gestern. Aber da die Währung der Euro rund 13% aufgewertet hat, hat die Euro-Aufwertung die positive Aktienmarktentwicklung überkompensiert und dementsprechend aus unserer Perspektive eines Euro-Anlegers, eines Anlegers, der im globalen Aktienmarkt investiert war, der die Währung nicht abgesichert hat, sehen wir dementsprechend einen Verlust von rund 2%. Also ein ganz, ganz massiver Einfluss und den muss man natürlich verstehen, weil in der Vergangenheit hatten wir Rückenwind für globale Investments, da der Euro zur Schwäche neigte und da sehen schon, wie massiv sich das umgekehrt hat. Also ein ganz wichtiges Thema. Die Währung macht hier einen sehr, sehr deutlichen Unterschied. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Währung der letzten Instanz. Ich spreche natürlich hier über den Goldpreis. Und auch hier, Sie haben den Goldpreis gesehen seit Anfang des Jahres. Wir haben eine sehr, sehr positive Entwicklung gesehen. Hier die Entwicklung auf 12 Monate. Und auch da stellen Sie fest, wir haben eine massive Differenz, die sich eben aufgrund der 13-prozentigen Währungsaufwertung des Euros ergibt. Und dementsprechend stellen sich natürlich diverse Fragen aus dieser Entwicklung. Also, wir sehen es hier nochmal kurz dargestellt, gehen gleich aufs Fazit ein. Also das Thema, in welcher Währung bin ich investiert? Sichere ich meine Fremdwährungsinvestitionen in Aktien, in Anleihen, in Gold, in Rohstoffen? Sichere ich die ab oder nicht? Das ist durchaus eine elementare Frage, die keinen wirklich interessiert, solange man verwöhnt wird, also solange der Euro gefallen ist, die natürlich aber jetzt stark zu Buche schlägt, wo eben der Euro durch die Aufwertung hier entsprechenden Gegenwinde generiert. Exkurs, wie sieht es in unserem Faktorportfolio aus? Sie wissen, dass eine globale Vermögensverwaltung, die von der Ypos Finanzplanung beraten wird und eben auch vom Volumen her die größte Strategie. Und was Sie hier sehen, ist die größte Position mit 28% ist ein Indexfonds auf eben diesen MSCI World ETF. Aber Sie sehen es auch hier, Euro hedged, also sehen, das Währungsrisiko ist abgesichert und das nicht erst seit kurzem oder weil die Meinung da war, dass der Euro hier aufwerten würde, sondern weil Sie das Gesamt Währungsrisiko und auch die Gesamtwährungschance im Blick haben müssen. Und dementsprechend, wie gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Sie sehen es auch hier mal am Beispiel, dass Sie auch mal verstehen, wie man sich so Fremdwährungsrisiken anschaut. Also hier die globale Aktienposition wurde abgesichert. Hier eine Strategie, die eher auf Value und kleinere Unternehmen sich auch fokussiert. Hier wurde die Währung nicht abgesichert. Hier sind wir in europäischen Substanzaktien. Da gibt es keine großen Währungsabsicherungen. Schwellenländer auch hier ohne Währungsabsicherung. Und das kann man sich deswegen leisten, weil eben die anderen Vermögensbestandteile, die Sie hier finden, eben die kurzfristige Liquidität hier im Euro oder die kurzfristige Liquidität global oder hier entsprechende inflationsgebundene Anleihen, die sind eben ohnehin in der Heimatwährung Euro. Und das nur ein Beispiel, wie Sie das Thema Fremdwährung angehen können. Sie können einzelne Positionen betrachten,
Das ist natürlich ein Ansatz, aber sinnvoller ist natürlich der Gesamtvermögens-, der Gesamtdepot-Kontext, wo man sich die Frage stellen muss, wie viel Fremdwährungsrisiko möchte ich haben, wie viele kann ich vertragen, und dann darf man auch in guten Phasen nicht jammern, weil man nicht zu viel über die Währung verdient hat, und man darf in schlechten Phasen, kann man sich da dementsprechend auch freuen. Also hier eine gewisse Disziplin, die macht natürlich Sinn. Auch hier nochmal die Performance-Zahlen per Ende Juli. Die Daten werden ja monatlich veröffentlicht. Also August kommt dann eben typischerweise ja, nach 8 bis 10 Bankarbeitstagen. Aber Sie sehen schon hier die Strategie, auch dieses Jahr mit rund 2% sehr solide unterwegs. Vor allem, wenn wir uns ja klar machen müssen, dass wir keine einseitigen Wetten haben, sondern Sie haben ja ein Aktienportfolio, was sich aus rund, ja, 7.000 verschiedenen Aktienpositionen zusammensetzt. Wir haben auf der Anleihenseite relativ wenig Laufzeitrisiken. Sie haben es gesehen, da ist viel kurzfristige Liquidität, weil man hier auch vermeiden möchte, dass sich die Risiken einer Zinsänderung in negativen Wertbeiträgen aus der Aktien- und aus der Anleihenseite generiert. Aber Sie sehen es auch hier dargestellt, ne? Wir sehen im Endeffekt hier kurzlaufende Anleihen. Wir sehen auch, wenn Staatsanleihen, dann sehen Sie hier Global Inflation Linked Bonds. Also das sind Inflationsanleihen von Staaten, die sich dann positiv im Preis entwickeln, wenn die Inflation höher eintritt, als man das am Markt momentan einpreist. Also indem es hier Überraschungen gibt. Und das ist ja genau etwas, was wir im Vermögenskontext haben wollen. Wenn die Inflation steigt, dann wollen wir Vermögensklassen haben, die das Potenzial haben, eben die Kaufkraft hier zumindest zu erhalten, nicht zu viel Risiko zu tragen, weil für die Risiko- und Wachstumskomponente gibt es ja eben hier die globale Aktienseite. Also das, wie gesagt, soweit hier zum Faktorportfolio. Im Zwischenfazit aber ganz klar, Sie haben es gesehen, die Währungsentwicklung mit enormem Einfluss auf die Wertentwicklung, also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, und vor allem als der Rückenwind vergangenen Jahre, der verkehrt sich ins Gegenteil. Also wenn Sie beispielsweise in kurzlaufenden oder ja kurz- bis mittelfristigen US-Anleihen investiert sind, so eine Mischung aus Aktien und Staatsanleihen, Unternehmensanleihen guter Bonität, dann haben Sie vielleicht von Jahresanfang bis jetzt eine Rendite von rund 2%. Sie haben aber 13% über die Währung verloren. Das heißt, das Risiko und die Wertentwicklung kommt nicht aus den zugrunde liegenden Vermögensklassen, sondern aus der Währungsentwicklung. Und dementsprechend muss man sich ganz klar machen, halte ich etwas aus Diversifikationsgründen, weil ich einfach eine fremde Währung meinem Vermögen zufügen möchte, oder ist für mich die Währung Teil einer aktiven Spekulation, weil dann komme ich natürlich zu anderen Entscheidungsparametern. Also diese Entscheidung, die muss man für sich mal klar klären. Was mir persönlich noch wichtig ist, dass Sie sich klar machen, dass die Betrachtung von historischen Renditen, auch von Ranglisten, von Investmentfonds, Vermögensverwaltungen, Indexfonds und Ähnlichem, die bringt natürlich überhaupt nichts, wenn kein Verständnis dafür da ist, wie sich diese Renditen zusammensetzen. Also wenn diese Renditen zum Beispiel nicht aus der Aktienselektion resultieren, sondern rein aus der Wertentwicklung der Währung, und diese Investmentfonds sind eben nur im 5-Jahres-Ranking relativ weit oben, dann haben die einfach von dem damals sehr stark steigenden Dollar profitiert. Die werden jetzt oder haben jetzt schon gelitten unter dem sehr schwachen US-Dollar. Und das muss man verstehen, weil wenn Sie diese Zusammensetzung, die Quelle der Renditen nicht verstehen, dann haben Sie natürlich ein hohes Risiko, dann finanzielle Fehlentscheidungen zu treffen, weil man es eben nicht versteht. In der aktuellen Phase, wo wir doch sehr viel über Nordkorea sprechen, über geopolitische Spannungen, die natürlich keiner von uns greifen kann, kommt es hier zu einer heißen Phase, kommt es nicht zu einer heißen Phase, ist alles nur Rhetorik und Backen aufblasen. Da können Sie natürlich eine Münze werfen, aber was wir sehen im Portfolio-Kontext, dass diese aktuelle Risk-Off-Phase, in der defensive Staatsanleihen gesucht sind, in der Fluchtwährungen wie in Schweizer Franken gesucht sind, aber natürlich auch Gold, wir sehen schon deutlich, dass sich diese aktuelle Phase jetzt rund um Nordkorea auch von heute doch deutlich von den Risk-Off-Phasen, Phasen der Risikoaversion der jüngeren Vergangenheit unterscheidet, weil dort war es so, wir hatten Probleme in der Eurozone, wir hatten Probleme in Europa, und der sichere Hafen, der war eben im US-Dollar. Also sprich, Aktien sind vielleicht gefallen, aber der Dollar ist gestiegen, und wenn ich dann im Dollar investiert war, dann hat mir die Dollar-Aufwertung wieder meine Verluste auf der Aktien- oder auf der Anleihenseite,
Hochzinsanleihenseite kompensiert. Momentan sehen wir das nicht. Momentan stellen wir fest, die Aktien fallen, der Dollar fällt auch, also habe ich keinen sich ausgleichenden Effekt. Also das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, Ihr Portfolio verhält sich auch aktuell anders als in Krisenphasen der Vergangenheit. Und das muss man eben mal genau analysieren, muss sich die Frage stellen, was sind eigentlich die Risiken, die ich in meinem Portfolio sehe? Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass es so sein wird, was das Verhalten angeht, wie in der Vergangenheit. Also vielfältige Implikationen, ich kann es nicht oft genug betonen. Beispielsweise allein die Frage, wenn ich in Gold investieren möchte oder in Gold investiert bin, kaufe ich Gold physisch, kaufe ich es als Wertpapier. Wenn ich es physisch kaufe, stelle ich eine Währungsabsicherung über eine Zertifikate oder Optionsstruktur dar. Oder kaufe ich mir ein Wertpapier, was vielleicht nicht physisch besichert ist, was aber auf der anderen Seite die Währungsabsicherung eingebaut hat. Also sprich, wenn Gold die Währung der letzten Instanz ist, dann ist die Frage, mit oder ohne Währungsabsicherung, weil Sie haben es gesehen, die Wertentwicklung ist eine deutlich andere, je nachdem, ob ich die Währung abgesichert habe oder nicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Aktien und andere Vermögensbestandteile. Das heißt, im gesamten Depotkontext, welche Fremdwährungsquote macht Sinn? Aus unserer Erfahrung sind die wenigsten Anleger nicht in der Lage, eine Fremdwährungsquote von mehr als 25% auf das gesamte liquide Vermögen zu verkraften. Das ist zwar sehr schön in Phasen, wo der Euro abwertet, aber das hatten wir jetzt doch eine gewisse Zeit. Das ist sehr schmerzhaft, wenn der Euro aufwertet. Von daher die Fremdwährungsquote, die muss man sich wirklich im Detail anschauen. Und für die Fondsbesitzer unter Ihnen gilt, schauen Sie nicht auf die Abrechnungswährung des Fonds, schauen Sie auf das, was im Fonds drin ist, schauen Sie auch nicht nur auf die Länderallokation, stellen Sie die Frage, ob die Währungen abgesichert sind oder nicht. Also hier macht ein bisschen Detailanalyse Sinn, weil rein aus einer Wertpapierkennnummer und der Abrechnungswährung und das, was Sie im Factsheet sehen, können Sie erstmal noch kein schlüssiges Gesamtbild hier ziehen. Also, die Frage gilt zu beantworten und am Ende des Tages, wie immer der Appell, professionalisieren Sie Ihre Finanzentscheidungen. Auch das kann man nicht oft genug tun, weil gerade in Phasen wie jetzt, wo wir feststellen, dass die Risikoaversion steigt, dass wir politische Unsicherheiten haben, Stichwort Nordkorea, müssen wir uns ja ganz klar machen, die Antwort auf diese vielfältigen Fragen heißt immer Risikostreuung. Niemand kennt die Zukunft, niemand von uns kann antizipieren, warum etwas passieren wird, warum wird die Inflation steigen, warum werden die Zinsen niedrig bleiben, sondern wir müssen uns die Frage stellen, was bedeutet das für mein Gesamtvermögen, was muss ich heute tun, um in verschiedenen Szenarien gut aufgestellt zu sein. Und das kann ich eben nur beantworten, wenn ich meine Anlagestrategie wirklich individuell herleite. Und dazu muss ich natürlich die Frage beantworten können, welche Rendite brauche ich überhaupt? Geht es mir darum, die Kaufkraft nach Inflation und Steuern zu erhalten? Brauche ich eine Rendite, die eine stärkere Wertentwicklung beinhaltet, weil ich in der Phase des Vermögensaufbaus bin? Und dann sich die Frage stellen, was gibt das Kapitalmarktumfeld überhaupt her? Stichwort Zinsstrukturkurve bei Anleihen verschiedener Bonitäten, Stichwort zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnisse, um Indikationen zu haben für die erwarteten Renditen für Aktien auf Sicht der nächsten 10 bis 12 Jahre. Das gilt es abzugleichen mit der finanziellen Risikobereitschaft. Die kann man auf wissenschaftlicher Basis messen. Also sprich, nicht nur aus dem Bauch raus, sondern man kann es durchaus strukturiert machen anhand eines Fragebogens mit 25 Fragen. Das gilt es abzugleichen mit der bestehenden Vermögensstruktur. Weil Sie haben Versicherungen, Sie haben betriebliche Altersversorgung, Sie haben Immobilien, Sie haben vielleicht physische Edelmetalle im Tresor in der Schweiz oder sonst wo. Und die angesprochenen Themen, wie zum Beispiel eben auch die Wechselkurseffekte, die das physische Metall treffen, die haben natürlich auch Auswirkungen auf die Umsetzung der Anlagestrategie mit Wertpapieren im Depot. Also sprich, das sind hier miteinander kommunizierende Röhren und so sollte man auch ganzheitlich rangehen. Also, das ist das Thema, was wir hier für Sie tun. Das zeige ich Ihnen auch nochmal auf einen Blick. Grundsätzlich können Sie uns für alle finanziellen Fragestellungen ansprechen und natürlich auch für die Fragestellungen, die die wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigen. Was steuerliche Themen angeht, Investmentsteuerreform, sehr, sehr großes Thema. Interessanter Gestaltungsansatz für betriebliche Anleger mit Kapitalgesellschaften, also GmbHs und Aktiengesellschaften. Also ein großes Thema, was man hier abdecken kann. Fragen wie immer natürlich persönlich, respektive per E-Mail oder Telefon. Und an dieser Stelle würde ich die Aufzeichnung beenden und sodass wir jetzt nochmal in Ruhe Ihre persönlichen Fragen durchgehen können. Sie wissen, Sie stellen die Fragen, ich werde diese aufgreifen, Ihr Name wird nicht genannt und wir können das dann in Ruhe durchgehen. Und ja, wer sich schon verabschiedet, Ihnen allen einen schönen Sommerabend, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.